Moin und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Dies ist eine Videoantwort für den Christoph vom Kanal Schnorres 58. Der hatte neulich gebrauchte Messer gezeigt und dazu aufgerufen, doch mal selbst zu zeigen, ob man Messer mit deutlichen Gebrauchsspuren immer noch in Benutzung hat und diese mal kurz per Video vorzustellen. Und das mache ich doch gern. Wie ihr seht, liegen hier zwei Messer. Ein Taschenmesser und ein Küchenmesser. Die Taschenmesser habe ich zwar auch schon lange im Gebrauch, hauptsächlich dieses Victorinox, aber Küchenmesser sind eigentlich der Weg, über den ich an Messer herangekommen bin. Und darum wollen wir uns zunächst mal dem Küchenmesser zuwenden. Es handelt sich um ein Güder Alpha Office Messer, normalerweise geformt wie jedes andere Küchenmesser auch. Das heißt, etwas brauche ich, um einen abrollenden Schnitt zu gewährleisten. Da von dem Bauch ist nichts mehr da. Das ist durch jahrelanges intensives Nutzen, ich habe es jetzt ca. 15 bis 20 Jahre, komplett gerade geschliffen und nur noch spitz. Trotzdem nutze ich es intensiv in der Küche, um kleinere Arbeiten zu machen. Schälen, spicken, alles Mögliche, man kann das wunderbar damit machen. Das Messer ist also bis heute im Gebrauch. Es hat auch am Griff schon leichte Abnutzungsspuren. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Ja, da kann man sehen, dass der Griff gerissen ist. Stört mich alles überhaupt nicht. Man kann mit dem Messer, wie gesagt, noch immer hervorragend arbeiten. Ich würde es für kein Geld der Welt hergeben, egal wie es aussieht. Zudem war es, sofern ich mich richtig erinnere, mein erstes wirklich teureres Küchenmesser. Nun zu dem Taschenmesser. Es handelt sich um ein altes Victorinox Hunter. Noch mit aufgedrucktem Logo und ohne den Hirschen da drauf. Ihr alle kennt Victorinox. Normalerweise sind diese Klingen auch etwas bauchig. Von dem Bauch ist auch nicht mehr viel da. Die Spitze und der vordere Teil des Messers sind auch schon ordentlich abgeschliffen. Trotzdem nutze ich auch dieses Messer weiterhin. Ich nehme es ganz gern mit in den Wald, wegen der dort vorhandenen Säge. Das Messer funktioniert hervorragend. Es ist sauscharf geschliffen. Alles ist gut. Und nur weil die Spitze oder die Klinge nicht mehr so aussieht wie aus dem Laden, würde ich es nie in die Vitrine legen. Wie gesagt, die ganzen Teile an dem Messer funktionieren noch einwandfrei. Die Säge funktioniert einwandfrei. Alle anderen Teile funktionieren auch einwandfrei. Ich spare es mir, die jetzt hier alle im Einzelnen zu zeigen. Es ist alles noch da und funktioniert. Insgesamt finde ich, man darf Messern ansehen, dass sie gebraucht werden. Solange ein Messer nicht komplett ruiniert ist, kann man es auch gebrauchen. Man kann meines Erachtens nach Messern nichts Schlimmeres antun, als sie in die Vitrine legen und nichts mit ihnen tun. Dann haben sie ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Es sind Gebrauchsgegenstände und ich gebrauche sie auch. So, das war's von mir. Ich hoffe, es gibt noch weitere Videoantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.